cross. Didn't even get to cross. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22. Wir gucken heute bei den Anhängern vorbei. Da ja, wo ich mir so dachte, hoch, das hatten wir schon mal ein paar Mal. Wie sieht es denn heute aus? Und zwar gibt es eine neue Mod mit mehreren Kono-Anhängern. Ja, und zwar haben wir hier einmal einen HW60, einen HW80, dann nochmal einen HW80 und noch einen HW80. Na, mit dementsprechend unterschiedlichen Ladevolumen und Ausbau, besser gesagt Umbau-Konfiguriermöglichkeiten. Wir fangen mit dem HW60 an, den V9 DSK 120 cm. Der kostet 12.000 Euro, hier passen 12.400 Liter rein und der ist recht hübsch, muss ich sagen. Ja, die Dinger fahren bei uns hier auch überall rum, deswegen habe ich da eigentlich mehr oder weniger ein bisschen Interesse dran. Ist nämlich das neue Pendant zu dem alten Fortschritt HW80, HW60 Anhängern. Genau. So, wir können hier haufenweise Sachen machen. Also vom Modell her ist der echt gar nicht so schlecht. Wir haben Reifenhersteller MA Trelleborg. Da haben wir die Reifen, können wir da nichts dran verändern. Dann haben wir Otico, da können wir auch nichts dran verändern. Ist ein bisschen grobstolliger, sind auch Ballonreifen. Dann haben wir Lizard Pflegebereifung. Das sieht aus wie Standard-LKW-Reifen von so einem LKW-Trailer, ne? So eine 385er. Steht es, glaube ich, so hier drauf, ne? 385, 65, 22, 5. Perfekt, genau. Und dann haben wir noch BKT, da haben wir wieder etwas grobstolligeres und da können wir die Reifenbreite noch verändern. Ne? Immer Standard, einmal Breitreifen und dann fängt die Sache bei Trelleborg von vorne an. Hydraulikfarbe, wir haben nämlich hier die Hydraulikzylinder für die Klappe und die Hebelei, die Mechanik dazu, können wir immer in Aufbaufarbe grün oder in schwarz machen. Dementsprechend ändert sich auch die Farbe der Trittstufen, die Aufkleber kriegen eine etwas andere Farbe. Und hinten genau das gleiche. Wir machen mal in schwarz, dann haben wir dann schöneren Kontrast. Dann können wir uns das besser anschauen. Die Achsen, da gibt es drei verschiedene Varianten. Wir haben einmal die alte Achse, dann haben wir die neue Achse. Da haben wir andere Radnaben dann in der Mitte. Und wir haben die BPW-Achse. Na, und dann fängt die Sache von vorne an. Da ändert sich eigentlich kaum was, bis auf die Farbe und die Radnabe. Ich muss ehrlich sagen, ist cool. Hat hier im Shop schon sehr hohen Detailgrad. Dann können wir das Fahrgestell verändern. Und zwar haben wir einmal Fortschritt Standard. Dann haben wir Kono Alt. Da können wir mal gucken, hinten ändert sich ein bisschen was. Wir haben hier, wie gesagt, Fortschritt, Kono, sind andere Rückleuchten drin. Mehr ändert sich hier nicht. Dann haben wir Kono Neu. Da kommt dann auch gleich die Geschwindigkeitstafel mit dazu. Und wir haben einen anderen Unterfahrschutz, andere Kotflügel hinten. Ja. Und dann geht die Sache von vorne los bei der Variante. Also ne, bei den Anhängern untereinander ändert sich da nochmal ein bisschen was. Gucken wir durch. Und dann können wir noch Anhängerkupplung hinten anbauen. Einmal alte Zugmaul oder neuet. Eins von beiden. Ne, dann kommt dann automatisch die ganze Anschlussthematik mit dran. So, dann haben wir noch die Abdeckung. Einmal keine, dann ist er oben glatt. Dann haben wir einen Überblaseschutz für Häckselgut oder sowas. Ne? Oder eine Planabdeckung. So, wir nehmen den mal so. Zulassung, keine. Ne, da ändert sich unten die Geschwindigkeitstafel. Immer maximal 25 oder 40. Aufkleber. Können wir hier Kono-Anhängerbau. Einmal in weiß, einmal in schwarz oder einmal mit ohne. Ne, die drei Varianten haben wir. Dann kommt hier an der Seite auch der Aufdruck mit dran. Wir nehmen mal in weiß. Und dann geht's los. Wir könnten jetzt die Planfarbe ändern von der Abdeckung oben. Dann haben wir die Achsfarbe, können wir ändern. Da haben wir wirklich nur die Achsen. Ne, das Fahrgestell ist nochmal eine andere Nummer. Zum Beispiel hier. Ne, könntest du alles schön in grün machen, von mir aus. Aufbaufarbe haben wir dementsprechend auch sehr viele Möglichkeiten. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht, dass du hier wirklich viele verschiedene Farbvarianten wählen kannst und dir damit deinen Anhänger selbst farblich schön gestalten kannst. Ist keine riesengroße Farbpalette. Aber ich denke mal, das meiste ist abgedeckt. So, für mich sind Kono-Anhänger meistens so. Ne? Vielleicht wirklich ein rotes Fahrgestell, aber wir können mal bei den Felgen reinschauen. Da haben wir wieder die originale Farbpalette. Ja. Und ein Kennzeichen. Das klemmen wir uns. Guck mal, der Anhänger ist ja nicht teuer. Der kostet 35.500 und hat 12.400 Liter Füllvolumen. Ist bei so einem kleinen Dröscher genau ein Korntank.
Und da schauen wir mal ein bisschen genauer rein. So, den gucken wir uns einfach mal an. Ja, wie gesagt, das ist der HW60. Der ist ein Stückchen was kürzer. Und der ist an sich... Ja, jetzt haben wir hier leichte Texturschatten drauf. Aber okay, von weiter weg ist okay. Also, ja. Ja, machen wir das Licht an. Das ist auch soweit okay. Kann auch sein, dass das Ding konvertiert ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber der Detailgrad, der gefällt mir. Hier sind Leitungen, Schläuche, Kabel, alles dran. Blattfedern, Achse. Das geht eigentlich. Na, Reflektoren und sowas. Rückleuchten. Ist recht hübsch gemacht. Das gibt Anhänger, die haben sowas alles gar nicht. Da bin ich schon echt ein bisschen begeistert von. Und ich habe die auch schon mal ausprobiert. Und bei den Anhängern funktioniert es auch die Füllplane vernünftig. Wenn man aber was einlädt oder so, ne, dann hast du da nicht so einen viereckigen Klumpen oben drauf, sondern das sieht vernünftig aus. Abkippen kann er hier über der Seite. Ne? Also er fährt dann hoch und kippt dann hier über die linke Seite ab. Da öffnet sich dann die Klappe. Und ich würde sagen, mehr kannst du hier auch gar nicht machen an dem Ding. Wir gucken uns mal die nächstgrößere Nummer dazu an. Das wäre dann der HW80. Da. Ne, ist auch der V9 DSK 120. Der kostet 2250 mehr. Und hier passen... Warte mal, 1200 Liter mehr rein. So, ne, der Grundfahrstellaufbau ist so ziemlich der gleiche. Der ist nur ein Ticken länger. Ne, der andere war ein HW60, das ist hier ein HW80. Die können wir gleich auch mal direkt nebeneinander stellen. Wenn die aus dem Shop rauskommen, dann sieht man den direkten Größenvergleich. Hier haben wir aber ein paar mehr Konfiguriermöglichkeiten, möchte ich sagen. Und zwar haben wir hier Reifenhersteller, den Otico. Haben wir hier einmal Standard und dann können wir hier noch wählen auf Breitreifen. Ne, der Profil bleibt der gleiche, nur die Felgen und die Reifen werden größer, okay. Dann haben wir Lizard, Pflegebereifung, dann haben wir wieder unsere LKW-Bereifung. Dann haben wir Trelleborg, immer Standard und Kommunal. Nur mit jeweils ein bisschen andere Profile. Michelin haben wir Standard und Kommunal. Breitreifen haben wir hier noch, Breitreifen 2. Also bei Michelin haben wir hier eine größere Reifenauswahl. BKT sind wir auch noch dabei. Schmal und breit. In drei verschiedenen Varianten diesmal sogar. Ne, also der Anhänger ist größer und dann haben wir auch eine größere Konfigurierpalette. Oder Konfigurationspalette. Ja. Wie auch immer ihr das nennen wollt, man kann hier mehr machen. So. Wir nehmen einfach mal hier die Originalen, die Otticore. Und dann schauen wir mal bei Hydraulikfarbe. Da können wir dementsprechend wieder alles in Aufbaufarbe oder in Schwarz gestalten. Wir nehmen mal Schwarz für den Kontrast zum Angucken. Die Achsen haben wir hier alt. Und neu. Und BPW. Ne, hier ist nichts mit Fortschritt oder so. Hier ändern sich auch nicht die Rückleuchten. Die Kotflügel bleiben gleich. Hier ändern sich, wie gesagt, nur die Achsen an sich. Wir nehmen einfach mal diese BPW-Achsen. Dann Fahrstell Fortschritt Standard. Hier ändern sich die Rückleuchten mit Spritzlappen zum Beispiel. Dann haben wir hier Fortschritt, Kono Alt, Kono Neu. Und wir haben Sieversdorfer Standard. Also hier kommt nochmal eine neue Konfiguriermöglichkeit da hinzu. Und hier ändern sich jedes Mal die Rückleuchten und sogar der Unterfahrschutz. Und vorne auf der Deichsel gibt es auch noch ein paar Änderungen. Generell hier unter auch, okay. Also hier ist wieder sehr, sehr viel Variabilität, wie auch immer man das nennen möchte. So, Anhängerkupplung. Haben wir hier auch wieder die neue und die alte, nicht wahr? Ja, genau. Dann nehmen wir hier mal die, neues Zugmaul. Und Abdeckung haben wir hier wieder diese Überblasschutzblech. Einmal ohne oder mit Abdeckung. Hier können wir mal mit Abdeckung nehmen, nur zum Angucken. Dann dementsprechend hier wieder die Geschwindigkeitstafel. Und Aufkleber machen wir hier mal in Schwarz. So, die Planenfarbe, die können wir zum Beispiel in Grün machen. Also hier hast du eine schöne Farbpalette. Hier sind auch echt extravagante Farben bei, alles klar. Aber ist cool, ist halt für jeden dann wieder was dabei. Ist ja nicht so schlecht. So, Achsfarben. Haben wir hier die Farbpalette. Wir lassen die mal in Rot. Fahrstellfarbe lassen wir auch mal in Rot. Die Achse können wir nicht umlackieren, weil die ist halt bei BPW immer schwarz. Und Aufbaufarbe haben wir halt dementsprechend, ne? Ich finde diese Kono Grün aber ja nicht so schlecht. Und Felgenfarbe lassen wir auch mal so. Der kostet 36.170. Ein kleinen Ticken mehr. Passt doch ein bisschen mehr rein. So, für den Größenvergleich, also die Modelle an sich haben alle den gleichen Detailgrad, da brauchen wir nicht weiter gucken, aber der HW80 ist ein kleinen Ticken länger wie der HW60, ne, ist ja halt auch dementsprechend nachvollziehbar, wenn da auch mehr drin passt. Ne, das ist eigentlich der
größte Unterschied. Packt hier Details, die man noch in den Konfigurationen ändern kann. Aber hauptsächlich ist die Größe hier von entscheidender. Ja. Ne? Aussagekraft, sagen wir so. Genau. Also, ich finde die Beete toll. Und ja, hier kannst du ein paar größere Traktoren vorhängen. Hier nimmst du ein paar kleinere. Aber es geht noch weiter. Da sind noch zwei weitere. Wir gucken ein bisschen genauer heute. Na, wenn wir hier schon vier Anhänger an einer Mod haben, dann gucken wir uns die auch ein bisschen genauer an. Hier haben wir den HW80 V9 DSK 160 cm. Und hier passen 19.600 Liter rein. Der kostet auch wieder einen kleinen Ticken mehr. Hat hier natürlich den Unterschied, wenn wir mal direkt rüber gehen. Der Aufbau ist von Hause in der Grundausstattung schon höher. Du hast ja auch eine Trittstufe mit Schaufenster. Vorne über der Deichsel hast du bei dem kleineren nicht. Hast du hier vorne schon. So, dann haben wir hier Anhänger. Da können wir jetzt wählen, wo doch entladen werden soll. Wir haben original hier wieder die Klappe auf der linken Seite. Dann können wir umbauen, dass wir hier auf der rechten Seite nochmal eine Klappe haben. Ne? Hier kommen dann halt die Scharniere mit dazu und eine extra Strebe in der Mitte. Dann können wir wählen, dass wir hinten noch eine Klappe haben wollen. Wir können aber auch hinten eine Klappe mit Kornschieber wählen. Wir können hinten die Klappe wählen und die Seitenklappe. Und wir können hinten Seite und Kornschieber. Und dann können wir noch die hintere Klappe wählen, die dann wahrscheinlich aber nicht aufgeht. Und mit dem Zusatz für ein Überladerohr. Finde ich auch sehr praktisch manchmal, ne, wenn du Dünger oder Saatgut auf dem Feld bringen möchtest oder in irgendeiner anderen Fabrik, was auch immer, weiterverarbeitenden Produktion einfüllen möchtest, in ein anderes Fahrzeug rüber, hast du dich gesehen, vom Feld auf dem LKW, hast du hier noch die Möglichkeit für ein Überladerohr. Finde ich ein bisschen cool. Und bei allen Konfigurationen bleibt dir die Möglichkeit, über die linke Seite mit der großen Klappe als Kippanhänger zu entladen. Wir nehmen einfach mal das Überladerohr mit. So, zum Angucken. Dann haben wir Reifenhersteller Otico ist wieder mit dabei. Mit zwei verschiedenen Radkonfigurationen. Die sind ja bekannt. Dann haben wir hier Lizard Pflegebereifung, die LKW-Räder. Trelleborg, die Ben-Varianten. Michelin haben wir hier wahrscheinlich wieder. Warte mal, halt. Genau, Breitreifen 2, Standard und Kommunal und Breitreifen die 4 aus dem vorherigen Modell. BKT ist hier wieder mit drei verschiedenen Reifenbreiten dabei. Genau, ist eigentlich gar nicht schlecht. So, wir nehmen mal die Variante. Hydraulikfarbe können wir hier nämlich auch wieder ändern. Machen wir mal schwarz zum Angucken. Achsen haben wir hier alt, neu und BPW. Ne, das bleibt dabei. Wir nehmen hier mal die alten Achsen. Fahrgestell können wir hier wieder Fortschritt, Kono alt, Kono neu. Und hier haben wir Lommer, ne, haben wir hier wieder was anderes. Und Sieversdorfer ist hier noch mit dazu. Also hier kam jetzt Lommer auch noch mit dabei. Wir nehmen mal den Sieversdorfer. Anhängerkupplung können wir hier noch ein Zugmaul ranbauen. Ist in der Konfiguration wahrscheinlich eher fehl am Platz, weil, ne, wo willst du denn hin mit einem Anhänger, wenn da schon ein Rohr im Weg baumelt? Ja, lassen wir mal weg. Ne? Abdeckung können wir hier wieder dieses Blech ranbauen oder die Plane. Wir lassen die mal komplett so offen. So, Zulassung. Das gleiche wie bei den anderen Modellen. 25er und 40er Zulassungstafel hinten dran. Aufkleber machen wir mal in... Ja, oh, wir haben hier noch verschiedene. Okay, wir haben hier HW80. Wir haben HW180. Und Vario 18. Lommer. Sieversdorfer. Okay, cool, krass. Dann nehmen wir Lommer. Made in Germany. Guck's dir an. So. Ne, Planfarbe. Das kennen wir ja, den Rest. Ne, Kennzeichen und so weiter. Da sind wir aber schon bei knapp 43.000. Aber hat halt eine Überladefunktion. Das darf man auch nicht vergessen. Den gucken wir uns mal an. Der dürfte jetzt genauso groß sein wie der HW80. Weil ist ja an sich ein HW80. Nur die ganze Schicht ist ein bisschen höher. Dadurch hat er auch wieder ein höheres Ladevolumen. Ja. Hat hier dann seine Trittstufe dran mit Sicherungskette, mit Schaufenster und hinten mit dem Überladerohr. Eine coole Sache. So, dann haben wir noch den vierten aus der Kategorie, den schauen wir uns auch nochmal an. Der hat dann nicht diese Riffelblechwände oder diese Wellblechwände, sondern der sieht aus wie die anderen Original-Standardanhänger aus dem 17er und 19er. Boah, waren das HTKs? Bin mir gerade nicht so sicher. Jedenfalls haben wir hier den HW80 V9
ZSK 160. Das ist auch ein hochbordwandiger Anhänger. Der kostet 17.000. Der hat das gleiche Füllvolumen wie der hier. Nur der hat halt nicht diese Wellblech Bordwände, sondern diese Siebdruckplatten. Na? So, Konfigurationen haben wir hier wahrscheinlich genau die gleichen. Genau, hier sieht man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Du hast halt hier die Möglichkeit, wieder diese Seitenplatten anzubauen oder nur hinten. Hinten damit Kornschieber, Platten, Seite und hinten. Seite, hinten mit Kornschieber und hier halt auch wieder die Überladerohrfunktion. So, wir nehmen den aber mal mit Platten an der Seite, also Klappen, Platten, ihr wisst schon Bescheid, ne? Und mit der Entladefunktion auf der linken Seite, die große Klappe. Okay, Reifen nehmen wir einfach mal Michelin, dann nehmen wir mal ein paar dicke Dinger. So. Hydraulikfarbe machen wir wieder in Schwarz. Und Achsen nehmen wir hier mal die neuen. Hier haben wir Fahrgestell, Fortschritt, Standard, dann Kono alt, Kono neu, Lomma und Fortschritt. So, wir nehmen mal hier die Lomma-Achse. Besser gesagt Fahrgestell, entschuldigt. Anhängerkupplung nehmen wir hier mal das alte Zugmaul. Und Abdeckung würde ich hier das Überblaseschutzblech mit oben ranbauen. Genau, Zulassung, ja, 25, lassen wir einfach mal Aufkleber. Was haben wir hier? HW80 V9 in Schwarz und Weiß, HW180, Schwarz und Weiß, Vario 18, Lomma und das Wart. Ja. So, machen wir mal hier so den weißen Aufdruck drauf. Planfarbe haben wir nicht, Achsfarbe. Also man kann sich schon ganz schön austoben, das geht schon. Rahmenfarbe, okay. Ist aber auch nicht alles, ne? Ist aber wirklich nur kleine Details, alles klar. Ich will mal was ausprobieren. Fahrgestellfarbe. Boah, den kannst du ja komplett durchkonfigurieren hier. Ist ja der Hammer. Okay. Okay, okay. Ich weiß, wo die Reise hingeht. Oh, der ist gar nicht hässlich. Der gefällt mir. Dann haben wir noch die Felgenfarbe. Okay. Was haben wir hier? Oh. Oh, ist aber glänzend. Und ein Kennzeichen. Eieiei, der kostet 61.000. Das ist nicht günstig. Aber ist ein ganz schöner Apparat. Der ist aber hübsch. Ne? Also, das ist nochmal so eine andere Nummer. Da sieht auch die Textur, diese granulierte hier von diesen Siebdruckplatten, sieht doch voll geil aus. Da kannst du nicht meckern. Was steht denn da? 47,50. Alles klar. Nö, doch. Also ich muss echt sagen, für diese Mod sind da echt krasse Anhänger mit dabei. Da kannst du eigentlich alles mit abdecken. Das ist sehr, sehr cool. Ja, das Ding ist, ich habe die vom modhub.us. Also nicht für Konsole, nur für PC. Kann sein, dass die für Konsole noch kommen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Weil ich weiß es nicht, ich mache die Dinger ja nicht. Ich fand die nur sehr, sehr interessant, weil es schon viele Kono-Anhänger gab und die meisten haben halt nicht überzeugt. Da war dann die Textur komisch, die Funktionsweise komisch, die sind über der Map geschwobelt, die haben dich dann von alleine bewegt und die finde ich gar nicht schlecht. Ich habe die immer ausprobiert, fand die für okay, deswegen schauen wir uns heute an und ja, wie die heißen, wo ihr die findet, steht in der Videobeschreibung. Aber ein Anhänger ist kein richtiger Anhänger, wenn du da keinen Traktor vorhängen kannst und da schauen wir nochmal in die Traktorspalte rein, dass wir da auf was mitziehen können. Und zwar haben wir bei den Kompakttraktoren den International Harvester, den IH644. Ich fand die ganz interessant, den hier, ne? Da schauen wir mal rein, der kostet 14.800. Hat hier in der Variante 54 PS, ist voll okay, fährt 30 km/h. Und wir können hier auch ein bisschen was konfigurieren. Ich finde aber dieses Modell ja nicht so schlecht. Ist jetzt keine Schönheit, aber ist auch nicht hässlich. Gucken wir uns gleich mal von draußen vor dem Shop nochmal an. Motorenvariante haben wir hier nämlich die 554er Variante. Dann haben wir die 644er Synchro. Ne, ändert sich auch gleich der Aufdruck und die Seitenbeplankung ein bisschen. Und dann haben wir hier den 644er aufgedreht. Der 644er Synchro hat 60 PS. Der aufgedreht hat 66 PS. Und dann haben wir noch den 644er extrem aufgedreht, der hat dann 71 PS. Ja, und dann fängt die Sache von vorne an. Wir nehmen mal volle Hütte. Reifenvariante haben wir hier einmal Zweirad, also 2WD. Dann haben wir Hinterrad
Antrieb mit breite Reifen. Dann haben wir Allrad. Ne, da hast du gleich vorne eine andere Achse drin. Ne, weil irgendwo muss die Kraft daherkommen, wenn sie angetrieben ist. Und dann haben wir noch die Vierrad-Variante mit Werksbereifung. Ist dann ein bisschen schmaler und ein bisschen flacher vorne. Nee, doch. Schmaler und höher. Die normale Variante ist breiter und flacher. Und die Vierrad angetriebene Breitausführung. Und dann geht die Sache von vorne los. Wir nehmen mal hier die Zweiradbetriebene Variante mit Breitreifen hinten. Überschutzbügel oder Überschlagschutzbügel. So heißt das Ding. Haben wir hier verschiedene. Immer ein offener Rahmen. Und dann haben wir Teil geschlossen mit Dach und Frontscheibe. Dann haben wir komplett geschlossen. Ist die Fritzmeier-Kabine. Und dann haben wir Fritzmeier nur ein Dach. Ne? Also, wenn man da fährt, wo es immer warm ist, dass man von der Sonne nicht zerbraten wird, ist auch ein recht stark nach vorne überhängendes Dach. Und dann haben wir hier schon die Komfort 2000-Kabine. Das sieht fast aus wie von so einem ZT oder sowas. Oder von so einem C-Tor, besser gesagt. So, ja. Wir nehmen einfach mal die erste Variante hier. Dann haben wir noch Design, können wir vorne wieder Frontgewichte aufmunitionieren. Echt krass. Na, machen wir immer ohne oder alles, dann sind wir bei 320. Sind es denn noch 320? Ja, knapp 400 Kilo mehr. Ist okay. Frontladeranbau. Haben wir hier einmal die FL-Konsole von Giants. Dann haben wir hier eine Bars-Konsole. Und zwischen den beiden können wir wählen. So, Hauptfarbe. Haben wir hier einmal Rot-Alt. Dann haben wir hier altes Rot frisch lackiert. Dann haben wir einen schwarzen. Sieht auch sehr edel aus. Dann haben wir Rot neu und Originalrot. Und dann haben wir noch was Gelbes. Ja. Okay. Wir nehmen mal das Originale. Also die Farbpalette ist okay. Designfarbe. Vom Auspuff. Ein beigen Auspuff, ja. Schwarz ist okay. Das hier war. Grau ist auch okay, aber beige? Ich weiß ja nicht. So, Felgenfarbe haben wir hier einmal beige, dann haben wir hier einmal silber, dann haben wir hier nochmal ein beigeres beige und wir haben ein gelb. So, wir nehmen mal das erste. Also ich muss sagen, die originale Farbgebung von dem Ding, die ist schon okay. So, der kostet einfach gar kein Geld. Der kostet 18.870 Euro, hat 71 PS und fährt 40 km/h. Ist für so einen Anfangsschlepper voll okay. Hat leider keine Fronthydraulik, dafür alles hinten rum. Gucken wir mal, gefällt mir das Ding. Wo ist er denn? Der steht hier mank, ne? Ja, guck mal, der ist so schmal, der passt zwischen den Anhängern. Wir fahren den mal einen Meter raus hier zum Angucken. Hat eine Hupe, hat Licht, hat Arbeitsscheinwerfer nach vorne. Nach hinten hoch hätten wir eine andere Kabine wahrscheinlich. So, wie sieht's denn aus? Er hat Hupe, Lenkung funktioniert. Wenn wir drin sitzen. Er hat da unten einen Fahrgasschalter. Guck mal, da dieser kleine Hebel unten. Pedale funktionieren, Lenkrad geht. Die Hebelei an der Seite funktioniert für vorwärts, rückwärts. Tacho, alles da. Sehr schön. Wir haben Blinker. Wir haben an der Seite Blinker. Wir haben Blinker hinten. Oh, warte mal, der Rücklicht ist ja verdeckt vom Kennzeichen. Ob das so original legal ist, weiß ich nicht so genau. Okay, wir haben Rundumleuchte, die ist auch am Start. Ja. Haben wir noch Zusatzfunktionen? Können wir nochmal schauen? Also er fährt 30, ist okay. Ne, wir haben keine Zusatzfunktion. Ich muss sagen, der HW60, der kleine von den Anhängern, der würde sehr gut hier ranpassen, oder? Hätte ich jetzt mal so schnell vermutet. Und Zugmaul wird da oben. Warte mal. Okay, die Höhe wird angepasst. Das ist ja wieder cool. Also so kann man doch rumfahren, oder? Geht ja voll klar. Nö, doch. Das würde gehen. Okay, ich sehe gerade. Das Kennzeichen, das ist hier mit WLAN verbunden. Okay. Na ja, gut, da kann man ja nochmal dran arbeiten. Das soll wahrscheinlich hier rechts daneben, ne? An diesem Halter daran, der auf dem Kotflügel hochgenagelt wurde. Okay, wenn man geradeaus fährt, dann kann man das ja eh vernachlässigen, weil wenn Anhänger dran ist, dann spielt das keine Rolle. Sage ich jetzt mal so. Es geht noch weiter. Wir gucken bei Kompakttraktoren, glaube ich.
Jawohl. Und zwar fast passend zum IHC habe ich da nochmal was gefunden, wo ich dachte, okay, da schauen wir nochmal rein. Und zwar den Belarus MTZ 501. Der ist unfassbar günstig. Ja, also da, ja, das ist halt von der Mod, was willst du machen? Aber ich finde das Modell halt toll. Ich finde den wunderschön. Die ganzen, generell die ganzen Belarus-Modelle, selbst aus dem 19er, die waren so unfassbar detailreich. Jedes Kabel, jede Leitung, jede Schraube, jeder Schubhebel, generell jede Stange war alles animiert. Mega. Also da kannst du absolut nichts gegen sagen, falls mal ein Hebel nicht so funktioniert, wie er soll. Nun ja, aber das Gesamtpaket ist schon echt, echt hübsch. So, und zwar haben wir hier alles auf Russisch. Stellenweise. Ja, da ich leider dieser Sprache nicht mächtig bin, müssen wir einfach durchprobieren. Aber ist ja jetzt nicht das Problem. So, wir haben hier 55 PS in der Standardvariante. Dann können wir hier noch vorne den großen Hydraulikanbau dran bauen für, ja, ne, das ist halt 3 Punkte. Mit Zapfwellenantrieb, der hier an der Seite rauskommt. Ist eigentlich eine coole Sache. Motorenvariante haben wir hier, wie gesagt, die 55 PS Original. Dann haben wir die 60 PS. Und zwischen den Varianten können wir wählen. Da ändert sich dann der Auspuff ein wenig. So, wir nehmen mal die 60 PS Variante. Reifenvariante. Jetzt wird interessanter. Wir haben hier vorne andere Felgen, andere Reifen. Die Hinterachse wird dann breiter. Ja. Dann haben wir eine Force-Variante mit Ketten. Dann haben wir die Vorderachse. Ist die schon angetrieben? Nee, wir haben vorne aber eine andere Achse. Wahnsinn, wie viele Varianten. Die Kotflügel ändern sich hier. Und ich möchte sagen, es gibt hier sogar noch eine. Oder ist die Achse doch angetrieben? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Geht hier eine Triebachse rein? Ja, klar. Hier, auf der Seite sieht man das. Hier hast du. Ist die Maus hier? Ja. Du hast hier einen Kardaneingang. Ne? Für Allrad. Steht wahrscheinlich auch da. Aber da ich, wie gesagt, der russischen Sprache nicht mächtig bin, es tut mir leid, muss ich entschuldigen. Ne? Voll geil. Haben wir hier einen Allradtraktor. Der ist schon echt cool. Wir nehmen mal die Variante. Dann können wir hier die Kotflügel noch anbauen oder abbauen. Dann haben wir hinten auch die Spritzlappen mit dazu. Ne, wir nehmen das volle Paket natürlich. Ist ja logisch. Und wir können den Motor einpacken, falls mal kalt wird. Oder wir holen den aus der Versenkung. Warte mal, dann haben wir hier aber verschiedene Varianten mit den Lampen. Dem einmal Scheinwerfer im Kühlergrill. Eingepackt. Dann haben wir die Lampen außerhalb vom Kühlergrill mit Blinker links und rechts, ne, am Halter eingepackt. Und wir haben noch eine schöne alte Rundhaube. Ich finde die Variante toll. Wir nehmen das mal. So, da können wir vorne noch eine Konsole anbauen. Oder wir nehmen Frontgewicht. Wir lassen mal. Nö, doch, warte mal. Frontgewicht ist okay. So, dann haben wir eine 3-Punkt. Quatsch, nicht 3-Punkt, eine. Frontladerkonsole. Ich wollte schon 3-Punkt-Hydraulik sagen. Ist ja Quatsch. Haben wir eben mal die Originale. Dann haben wir eine Quicke-Konsole und eine Hauer-Konsole. Und von Lizard gibt es auch noch eine. Und dann haben wir hier noch die andere für die dazu passenden Frontlader. Ich glaube, ihr habt sowas auch im Mod-Ordner. Da gibt es ja haufenweise. Guck mal, hier verschiedene. Ach du Schande. Stimmt. Dafür sind nämlich auch oben die ausgestellten Achsen. Guckt mal. Dafür. Es gibt nämlich so ein Überkopf-Frontlader-Ding. Ein Riesenapparat. Kannst du anbauen. Also total abgefahrene Varianten kannst du hier zusammenbauen. Wir nehmen aber mal komplett ohne. Ne? Die anderen Sachen sind halt optional. Da kannst du dir halt dran austoben. Aber farbtechnisch geht hier noch sehr viel. Guck mal, der Balken für die Konfiguration ist hier oben. Und wir sind noch lange nicht unten. Wir haben die Hauptfarbe. Eine Riesenfarbpalette. Sehr viel Blau. Ja, sehr viel Blau. Auch schöne blaue Töne dabei. So, dann können wir die Designfarbe ist Kühlergrill, ne? Genau. Kühlergrill können wir verändern. Dann haben wir noch die Möglichkeit, den Frontgewicht anzupassen. Und das wäre dann für diese Anbauzusatzrahmen, was wir aber gerade nicht haben. Ja, deswegen ändert sich hier gerade nichts. Wo war ich denn jetzt? Da war ich. Genau. Felgenfarbe. Ja. Oh, das ist aber schon ganz schön kräftig. Blau, das sticht
Ganz schön stark raus, muss ich sagen. Der Rest geht eigentlich nur schwarze Felgen oder rote Felgen. Für so einen alten Belarus, na? Ich bin ja, die sind hardy-rot. Das passt eigentlich immer recht gut. So, und dann ein Kennzeichen noch. Da bist du bei 60 PS. Mit 6500 Euro eigentlich recht gut mit dabei. Wie gesagt, du hast da haufenweise andere Konfigurierungsmöglichkeiten mit Frontlader und Zusatzrahmen, Anbauten und hast du nicht gesehen. Aber das Grundmodell finde ich wunderschön. Ja, du hast hier wirklich den kompletten Motorraum, der ist komplett ausgebaut. Hier hast du selbst den Keilriemen beschriftet mit noch haufenweise anderen Sachen. Lichtmaschine hat alles dran. Kraftstoffleitung, Auspuffschrauben, alles. Mega cool. Der ganze Rahmen, hier ist alles dabei. Und das war im 19er schon echt schön gemacht. Hinten der ganze Kraftheber, alles dabei. Cooles Ding. Kannst eigentlich nicht meckern. Guck mal, hinten auf den Spritzlappen steht der Belarus drauf. So, Innenraumkabine. Oh, da brauchen wir ein Minütchen, bis er anspringt. Wir haben schön Laminat ausgelegt. Pedale funktionieren natürlich, Hebel funktionieren. Ist alles da. So, von außen. Ich finde die toll, die Dinger. Die Kardanwelle ist angetrieben hier, ne, für den Frontantrieb. Der Lüfter, der dreht sich sogar, Keilriemen dreht. Ah, guck mal hier, die Stange für Gas vom Pedal, die ist da nicht connected mit dem einen Hebel zwischen den Rädern. Guck mal vor der Aufstiegstreppe. Aber hey, der Rest ist okay. Wir haben Licht. Haben wir Arbeitsscheinwerfer? Ja, haben wir. Blinker. Bremse. Rückfahrlicht haben wir keinen. Aber ich glaube, man kann auch hier wieder genau wie bei allen anderen Belarus-Modellen den Kraftheber manuell in der Höhe variieren. Ist eine coole Sache. Und ich würde gerne nochmal den Start-Sound hören. Vielleicht beim Ausmachen auch. Nö, geht einfach aus. Aber beim Starten, pass mal auf. Na, der Anlasser, der orgelt ein bisschen, bis er anspringt. Aber wenn er läuft, dann läuft er. So, wir können da hier jetzt nochmal so einen Anhänger dranhängen, nur zur Probe. Bin ich mal gespannt, wo er den ranbaut. Ah, okay. Da müssten wir dann jetzt vielleicht den Unterlenker ein bisschen hoch machen, dass die Deichsel nicht so runterhängt. Und dann haben wir es. Also selbst der passt mit dem Anhänger recht gut zusammen. Haben wir noch weitere Sonderfunktionen? Da möchte ich nochmal gucken. Ich denke bald nicht. Wie gesagt, du hast noch haufenweise andere Anbaumöglichkeiten. Wir können gleich nochmal... Oh doch, warte mal. Ach klar, das ist der Kraftheber hinten. Die 3-Punkt-Hydraulik. Das war's. Was ich noch gucken möchte, ob wir vom Shop aus direkt zu den Zusatzanbaugeräten rankommen. Weil da gibt's echt viel. Nein, kommen wir nicht. Aber bei Frontlader, da gab es irgendwann mal diese Paket hier. Na, da hast du hier erstmal verschiedene Schaufeln und du hast hier diese großen Frontlader. Der ist nochmal eine Nummer länger und der ist ein bisschen kürzer, ne, für diese originale Anbindung, die damit bei waren. Also jetzt keine Quicke und keine Stollkonsole, sondern diese originale, die damit dabei war. Ja. Den Traktor sowie den International habe ich auch beide nicht aus dem Giants Mod Hub, sondern von modhub.us. Hier werden ganz viele jetzt wahrscheinlich wieder traurig sein, weil echt viele habe ich schon in den Kommentaren oft gehört, die hätten gerne so einen Belarus für Konsole. Den gibt es da leider nicht. Jedenfalls nicht so. Ja, nur für PC leider, nicht für Konsole. Wie die beiden Traktoren heißen, wo ihr die findet, genauso wie die Anhänger, steht alles in der Videobeschreibung. Das sollte gewesen sein. Ein kleiner Einblick. Wie gesagt, das Ding hier ist detailmäßig der Hammer. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch und rein gehauen.